um das Jahr 1987 fanden sich ein paar Leute zusammen, die fanden, dass einfach die Behauptungen paranormaler Phänomene viel zu positiv berichtet worden sind. Und da haben wir gesagt, es ist jetzt an der Zeit, dass es eine koordinierte, kritische Stimme dazu gibt, die auch mal eine andere Sicht der Dinge öffentlich macht. Und davor war es ja so, dass, wenn überhaupt kritisch dazu Stellung genommen worden ist, dann wurde es gemacht von Einzelpersonen, häufig die nur in einem ganz bestimmten Bereich etwas wussten oder fachkompetent waren. Und es war mit unser Anliegen, dass wir aus einem Pool von Experten, von Menschen, die einfach Bescheid wissen in verschiedensten Gebieten, eine koordinierte Antwort auf solche Dinge geben. Denn wenn wir zum Beispiel das Thema Erdstrahlen sehen, da geht es nicht nur um die Frage nach Strahlen, sondern es geht auch zum Beispiel darum, wie ist denn die Erde aufgebaut, wie sieht es geologisch aus, gibt es Einflüsse auf die Gesundheit, da brauchen wir auch Ärzte und Menschen aus dem medizinischen Bereich. Also da sieht man sehr häufig oder ganz speziell hier in diesem Bereich, dass es nicht reicht, wenn man nur eine Kompetenz hat, man muss multidisziplinär sozusagen an solche Fragen herangehen, um da überhaupt eine koordinierte Antwort zu geben. Und wen will die IWP erreichen? Wir wollen im Prinzip alle erreichen. Nicht so sehr das Fachpublikum, sondern diejenigen, die von den Medien häufig sehr einseitig informiert werden. Und da wollen wir sicher gehen, dass auch kritische Informationen zur Verfügung stehen, sodass zumindest diejenigen nachher nicht sagen können, wir haben es nicht gewusst. Aber haben wir dafür nicht die Medien? Die Medien berichten häufig nur das, was sie bekommen. Ich glaube auch nicht, dass sie gezielt irreführen wollen, sondern sehr häufig sind sie selber einseitig informiert. Und auch die Medien brauchen uns, um überhaupt die kritische Seite dieser Thesen überhaupt zu kennen. Warum wollen Sie aufklären? Ich denke, es gibt da sicherlich zwei Aspekte. Einmal wollen wir einfach wissen, wie die Dinge wirklich sind. Aber noch viel wichtiger ist, denke ich, der Aspekt des Verbraucherschutzes, dass bei vielen Bereichen, zum Beispiel in der Medizin, wenn jemand im Vertrauen auf eine nicht wirksame Therapie aus dem alternativen Bereich eine notwendige Therapie unterlässt, dann kann es lebensgefährlich werden oder zumindest die Gesundheit stark beeinträchtigen. Und da denken wir, dass es ganz wichtig ist, kritische Informationen zur Verfügung zu stellen, damit zumindest Menschen wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie sich zum Beispiel auf alternative Medizin einlassen. Wie breit ist denn das Spektrum der Themen? Was für Themen beschäftigt sich die IWP? Wir beschäftigen uns mit einer Menge unterschiedlicher Themen. Häufig sind es solche Themen, über die in den Medien sehr unkritisch berichtet wird. Dinge, die außergewöhnlich sind, zum Teil paranormalen Charakter haben. Also Dinge, die unglaublich sind und viele meinen, dass sie trotzdem wahr sind. Und wenn man allerdings diese Phänomene wirklich auf den Grund geht, dann sieht man, dass da vieles nur auf Wunschdenken beruht und dass diese Thesen einer objektiven Prüfung nicht standhalten. Wie prüfen Sie diese außergewöhnlichen Behauptungen? Welche Mittel, Ressourcen hat die IWP? Solche Themen, es hängt natürlich vom Thema ab, wie man eine gewisse Behauptung untersucht. Wenn wir jetzt zum Beispiel Erdstrahlen betrachten, wir machen ja jedes Jahr Experimente, um zu prüfen, ob Wünschelrutengänger wirklich das können, was sie von sich selbst behaupten. Und da sehen wir ganz eindeutig, dass wenn man ihre Behauptungen unter kontrollierten Bedingungen prüft, dass sie Ergebnisse liefern, wie sie nach dem Zufall zu erwarten sind und nicht mehr. Andere Bereiche werden anders untersucht. Wir untersuchen beispielsweise jährlich die Prognosen der Astrologen und Wahrsager, um zu sehen, wie stark treffen sie ein. Und dort sehen wir auch, dass man genauso gut gewürfelt haben könnte. Bessere Ergebnisse kommen nicht raus. Und interessanterweise kommen auch werden manche Dinge vorhergesagt, die überhaupt nicht passieren können. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, im nächsten Jahr würde jemand auf dem Mars landen, dann wissen wir, dass eine solche Expedition schon länger als ein Jahr dauert, bis man überhaupt zum Mars kommt. Wenn sie noch nicht abgehoben sind, kommen sie nächstes Jahr überhaupt nicht an. Aber solche Dinge prüfen sie gar nicht selbst. Sie versuchen gar nicht erstmal zu sehen, ob das konsistent ist, was sie sagen. Es geht für viele Astrologen eigentlich nur darum, erst einmal Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das kann man, indem man spektakuläre Prognosen für die Zukunft macht. Was für Menschen sind in der GWP?
Also wir sind so unterschiedlich, wie man sich sonst denken kann. Was uns eint, ist die Vorstellung, dass wir mit Wissenschaft sehr weit kommen, dass wir kritisch an Sachen herangehen müssen, aber inhaltlich, berufsmäßig kommen wir von sehr vielen unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel Ärzte, Ingenieure, Physiker, Sozialarbeiter, im Prinzip ein breites Spektrum, wie man sich das eigentlich nur vorstellen kann. Was wird für die Unterstützung der GWP benötigt? Wie kann man die GWP unterstützen? Sie können natürlich die GWP dadurch unterstützen, dass Sie Mitglied werden. Sie können auch an die GWP spenden. Wir sind natürlich eine gemeinnützige Vereinigung und da können auch Spenden und Mitgliedsbeiträge abgesetzt werden von der Steuer. Sie können auch mitmachen. Da gibt es eine Menge regionale Gruppen, die sehr aktiv sind und dort können Sie sich engagieren. Also es gibt inzwischen eine ganz breite Gruppierung von Menschen im deutschsprachigen Raum, die sich hier engagieren. Wenn wir jetzt die Arbeit unserer letzten knappe 25 Jahren betrachten, dann sehen wir immer wieder, dass Menschen sehr stark dazu neigen, nach ihrem Wunschdenken Thesen zu formulieren oder etwas zu glauben. Und wir denken, dass es ganz wichtig ist, in der heutigen Gesellschaft diesen Sachen kritisch zu hinterfragen, denn häufig täuscht man sich selbst, wenn man etwas gerne möchte, was einfach nicht so ist. Und während das in einem Fall vielleicht ganz spielerisch sein kann, man amüsiert sich nur darüber, in anderen Fällen kann es durchaus sehr schwerwiegende Folgen haben, wie man zum Beispiel im Bereich der Medizin sieht. Wenn man dort auf eine falsche Therapie vertraut, dann kann es verheerende Konsequenzen haben.